Grüße euch recht herzlich zur 114. Ausgabe von meinem Wochenrückblick. Was war los auf meiner Farm? Infamrama und sonstiges mit Gerüchten, mit Win und Fail der Woche. So, jetzt aber zuerst mal, was war los auf meiner Farm und wieso rede ich so bekloppt? Wie immer. Ja, zum einen, habt ihr es jetzt schon gesehen, ist das da eine Kesselschmiede? Ja, ist es. Endlich, ich konnte mir jetzt doch endlich mal meine erste Kesselschmiede erbauen. Lang genug hat's gedauert, also die Werkstube vom Esel. Ich habe ja zwar durch das Eselzucht-Quest-Event damals hier schon das orange Upgrade gehabt, allerdings kann man das ja nicht einfach aufstellen, sondern man muss eben die Upgrades auf dem normalen Stall, beziehungsweise hier Werkstube daneben hier drauf schmeißen. Die habe ich eben nie geschafft. Und dann habe ich irgendwann unter der Woche, erstaunt mal hier einfach zur Werkstube gegangen, Esel geguckt und dann siehst du, kannst mir ja bauen, konnte es mir. Hatte ich hier 6 von 5, dementsprechend habe ich jetzt hier 1 von 5. Die droppt mir nicht so leicht. Und jetzt habe ich eben hier endlich meine erste hier, der Kochtöpf daneben produziert. Ist sehr, sehr nice. Kochtöpfe sind ja immer noch halbwegs hoch auf dem Markt, hier über 10.000. Ist, glaube ich, das lohnenswerteste Zeugnis. Partyvögel, 3.200. Ja, sieht mit Essstäbchen aus, 6.000. Ja, dementsprechend das Wertvollste. Da habe ich endlich meine Kessel schon wieder. Sehr, sehr nice. Ja, TQ-Tube-Kunden sind ein bisschen weniger, habe ich nämlich auch beim Erntehelfertag mal zugeschlagen, wieder einigermaßen, damit ich das Event auch gut überstehe, in Sachen Erntehelfen, dass ich das ja auch habe. Muss bin ich, glaube ich, auch ein bisschen weniger geworden, taumeln wieder bei rund 5.000 mittlerweile herum. Ich warte ja wieder, bis endlich mal wieder ein neues Zug der kommt, dauert ja wahrscheinlich noch ein bisschen jedenfalls. Super, da habe ich auch schon wieder das ein oder andere angespart, muss ich sagen. Sonst, Level nicht aufgestiegen, weder auf der Farm noch auf Bahamrama. Kann ich auch mal kurz zeigen, immerhin der Balken geht wieder ein bisschen nach vorne. Sonst, Thema aktuelles Event. Ja, wie sieht's da bei mir aus? Es wird wieder ein Event, wo ich endlich mal wahrscheinlich die Items auch wieder schaffen werde, muss ich sagen. Aktueller Stand läuft noch und ich glaube, ein Tag, zwei Tag aktuell, wo ich das Video drehe, 42 Stunden noch. Bin einigermaßen weit. Hier Stufe 6 angelangt, habe allerdings nicht überall alles gemacht, also größtenteils nur hier Silber. Ja, auch da habe ich alles, weil da gab es das erste Item. Dann hier mache ich das hier auch noch, das habe ich schon. Weil da gab es den Wunderkrei und hier auch die Käserei, auch meine erste Käserei. Kommt natürlich auch noch ein Event im Check, wie hier mache ich natürlich auch noch, weil da gibt es auch noch ein Item. Stufe 4, glaube ich, ist das Sticker, ne? Auch so noch ein Item? Das ist auch noch das Item hier. Was ist das Sticker? Habe ich den schon? Den habe ich sogar schon. Nicht schlecht. Wie auch immer, so viel dazu, also das ist mein aktueller Stand beim Event. Wie sieht es denn da bei euch aus? Schreibt es auch gerne in die Comments. Und das ist also los aktuell auf meiner Farm. Ich habe auch noch so nebenbei gesagt, hier bei den normalen Drehs, meine Party-Drehs, die gebe ich auf, da drehe ich nicht mehr. Aber bei normalen Drehs habe ich heute wirklich einen Pfirsichbaum XL erdreht. Auch richtig interessant. Früher war noch richtig viel wert, mittlerweile ja nicht mehr. Früher war der ja gar nur einmal zu halten und dann nie mehr. Und jetzt hat geraumer Markt ja schon, geraumer Zeit ja schon im Markt drin und jetzt auch beim Farmwill und so weiter und so fort. Nicht mehr so viel weiter, aber dennoch erdreht. Freue mich dennoch drüber. Freue mich mehr als über 10 Altraune, die ich normalerweise erdrehe. Ja, nicht besonders verwunderlich, wie auch immer. Sonst was los in Farmrahmen. Zum einen eben hier Erntehelfertag fand eben wieder statt, wo man die einzelnen Funktionen des Erntehelfers zum halben Preis erwerben konnte. Eben hier und dann ist auch an einem von Event gestartet wieder, und zwar eben hier das Santa Claus Event. Wie weit ich bin, habe ich ja eben hier bereits gezeigt. Geht dann noch bis Montag, müsste sein, 14 Uhr eben das Event. Also ein bisschen ist ja auch noch Zeit eben. Ja, sonst das Thema hier, weil er gerade vorbei fliegt. Wochenaktionen sind wieder zwei Sparkzonen. Das war aber auch vorher zu sehen, wenn ein Anpflanzement läuft, sind eben hier Sparkzonen und es hat wieder die Susi Superdünger Sparkzonen, Superdünger Sparkzonen getroffen, die eben jetzt hier wieder stattfinden und ich schlage nicht zu. Aktueller Stand. Ich weiß gar nicht, wie viel Superdünger habe ich. 410. Knapp mehr als Superfutter. Ja. Und Susi Superdünger, ich habe ja vorher immer noch den Eventstrich, meistens sind auch die Mammobäume auf, die man dann eben ja auch was produzieren wieder an Susi Superdünger, Turbodünger und so weiter und so fort. Dementsprechend Susi Superdünger mittlerweile auch schon wieder auf 503, also da brauche ich nicht unbedingt zuschlagen, muss ich sagen. Ja, und was natürlich auch kam, weil eben hier Anfang des Monats ist, zum einen Winterdesign, eben hier sehr, sehr nice, muss man sagen, auch rund um den Farmrahmen, Spielrahmen, das sieht wirklich alles sehr, sehr, sehr genial aus. Selbst hier, was mir ja auch aufgefallen ist, vom Rahmen selber mein Schriftzeichen hier, der auch ein Schal, ja, das auch. Also das ist schon sehr, sehr toll, sieht das aus. Da kriegt man wirklich Winterfeeling, auch wenn es bei uns noch kein Schnee gibt.
Weiß, wenn der dann gleich mal daherkommt, wie auch immer, hat man ihn zumindest im Panorama. Sieht das sehr, sehr, sehr nice aus, muss man sagen. Und dann kam natürlich auch der Adventskalender ins Spiel, wenngleich aktuell ist er noch nicht so hammerberauschend. Das geht noch, da ist noch ein bisschen drin, aber wenn da zum Schluss noch krasse Sachen und tolle dabei sind, dann soll man sich auch nicht beschweren. Ist ja schlussendlich alles geschenkt, was da drinnen ist eben ja. Ja, mehr oder weniger geschenkt, muss man sagen. Außer man hat einen Tag nicht aufgemacht, dann kostet eins zwei Tulpen, dass man aufmacht. Das ist nicht mehr geschenkt. Wie auch immer, das was so los ist vom Rahmen unter dieser Woche, damit kommen wir zum Win und zum Fail der Woche. Ja, Fail der Woche, ich würde es in dem Sinne nicht unbedingt so als Fail der Woche selber bezeichnen, aber in dem Sinne eher Fail der Woche, weil es eben in dieser Woche kam. Thema Adventskalender irgendwie schon in der Woche. Zum einen die Gewinner waren, ja, zweimal Lerntelefon-Coupon war dabei, das ist recht gut, muss man sagen, sehr, sehr nice. Sonst das ist halt ja nicht so berauschend, besonders heute am Nikolaustag hätte ich mir schon ein Item oder so erhofft. Auch nicht unbedingt gekommen. Eben ja, so der Adventskalender bis dato finde ich nicht so berauschend und auch, dass man dann, wenn man vergessen hat, eine Socke hier, dann Socke aufmachen, klingt auch komisch. Wie auch immer, da muss man da zwei Tulpen sein, das finde ich auch etwas bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich so bis dato noch der Fail, aber kann ja noch zum großen Win werden, der Adventskalender. Mal schauen, was dann noch drinnen sein wird, eben auch hier mit den Geschenken zu nehmen, weil das finde ich eigentlich recht cool, muss ich sagen. Mal schauen, was dann noch alles folgen wird. Ja, kommt natürlich jeden Tag dann ein Video, wo ich das neben hier auch öffne. Gut, damit kommen, gehen wir weiter zu den aktuellen Gerüchten. Was gibt's denn da alles? Da gibt es ja auch einiges. Beginnen wir mit dem Thema Korallenriff. Dazu auch noch mal ganz kurz eben hier. Wenn ich es jede Woche erzähle, aber soll es eben ja an der Stelle auch nochmal gerne. Wenn diese Bildchen sind ja bereits schon raus, eben in diesen, ich kann ja, wenn ich sage Monat, bedeutet es auch Jahr, weil es ja das letzte Monat ist, wird es nichts mehr draus mit dem Korallenriff. Also man hofft, dass es dann Anfang, also im Jänner dann eben kommt, das Korallenriff, diese Bildchen schon raus und auch von den Bewohnern des Korallenriffs, von den Tieren, eben hier auch diese Bildchen. Ja, leider in diesem Jahr wird nichts mehr. Sonst, was in diesem Jahr noch wird, ist zum einen Silvester-Event. Das startet dann ja am 29. Das sind diese Bildchen eben hier raus. Dann im Thema Weihnachts-Events. Was ist da bis dato bekannt? Und zwar Eventpflanze, Drop-Item, also wie gewohnt ein Event. Dazu hier der Sticker. Einige Items wird es auch wieder zu spielen geben. Da werden auch gespannt sein, wie diese dann genau eben hier auch aussehen werden. Und dann soll ja auch natürlich noch ein Event stattfinden. Event 3 bzw. 4 in diesem Monat. Das Adventzug-Quiz, ich habe interessanterweise nicht nach normalerweise hier, das ist das nächste und das ist das übernächste, sondern das ist das letzte des Monats, das ist davor und das ist das nächste, das abgearbeitet. Was soll's? Adventzug-Quest ist ja dann das nächste Event. Ja, da soll man eben hier dann nicht neues Zuchtier kommen, nicht ein ganz neues und auch nicht Kuckuck, sondern auch die Vermutung eher, dass es so ist, dass man schlicht und ergreifend einfach eine Quest ist. Gut, Zuchtquest, es wird eine Quest sein. Haha. Ne, einfach eine Quest ist, wo man bunt gemischte Zuchttiere dann eben hier gefordert werden, die man abgeben kann, man möchte, um Gewinne abzusahnen. So stelle ich mir dann das eben hier vor, wie es dann sein wird. Sonst, Thema Haustier soll nämlich auch eins kommen. Und auch noch in diesem Monat, und zwar das Flughörnchen. Es ist einfach ein fliegendes Eichhörnchen. Deswegen heißt es auch Flughörnchen. Ja, wie auch immer, es soll dann eben ja alle 10 Stunden für 20 Minuten 30 mehr EP, 30% mehr EP für die Eventpflanzen geben. Und dann soll ja auch im Dezember, eigentlich, wenn man so sieht, letzten Monat Stallmeister, während Dezember wieder die Setzlinge dran, daneben hier kommen. Neu dabei zum einen der Bonsaibaum und dann unter Anführungszeichen neu Aprikosenbaum und Pistazienbaum. Sind die nicht schon dabei? Ja, sind sie auch, aber das sollen wie beim Zitronenbaum, wie beim Holunderbaum, wie bei der Granatapfelbaum, soll doch dazu jetzt zu Aprikosen und Pistazien XL und XXL Upgrade kommen bei den Setzlingen. Ja, so sieht es also aus zu den aktuellen Gerüchten. Das müsste hoffentlich im Wesentlichen dazu gewesen sein. Und zum Schluss jetzt hier des Videos kommen wir natürlich jetzt auch noch zu vielen weiteren anderen sonstigen Meldungen. Ja, dieses Wochenende kann ich auch wieder sagen, Wochenendgewinnspiel auf meiner Seite. Eben ihr könnt ihr teilnehmen. Frage, welches Tier glaubt ihr denn handelt es sich denn hierbei? Köpfchen vielleicht einmal drehen oder Bildschirm drehen, dann ist vielleicht ein bisschen leichter. Jedenfalls gibt es sogar wieder ein Item, und zwar Schneeengel. Ja, wird dann am nächsten Gift and Trade an die oder die Gewinnerin dann eben hier auch verschickt. Teilnehmen könnt ihr nur und ausschließlich auf meiner Seite eben bei den Wochenendgewinnspielen, die ja jetzt alle 2 Wochenenden auf meiner Seite stattfinden. Und dann am kommenden Montag, müsst auch, das wird sein, jawohl, eben findet auch wieder ein Handwerksgewinnspiel statt.
Ja, sonst ist ja bekanntlicherweise der November zu Ende gegangen, dementsprechend auch wieder ein Rückblicksvideo. Kam raus, wenn es euch interessiert, nochmal, was denn als ich da alles getan habt. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr natürlich da auch gerne reingucken und dementsprechend auch großes Vorschauvideo nochmal auf den Dezember. Sonst habe ich auch diese Woche wieder noch gleich nicht so viele Let's Plays ausgebracht. Schlussendlich war es in der Woche nur eins oder zwei in der Zahl. Ich kam leider nicht zu viel mehr unter diese Woche eben hier. Muss ich leider sagen, dafür unglaublich viele Famarama-Videos. Ja, ich glaube, es waren schon endlich 12 an der Zahl, aber liegt eben daran, dass ich immer auch pro Tag jetzt immer den Adventskalender, das Türchen neben mir, den Socke, dann eben hier auch öffne. Sonst, wenn es euch interessiert, Thema Call of Duty, habe ich auch Let's Talk gemacht, letztes Wochenende zum Thema Call of Duty Advanced Warfare, das neue COD, eben hier meine Meinung dazu. Wenn es euch interessiert, könnt ihr da natürlich auch gerne reingucken, eben hier. Und dann gibt es noch was Interessantes zu sagen für alle, die gerne Famramir-Videos gucken und ja auch an diesem Video gelandet seid, gehe ich mal einigermaßen davon aus, dass ihr da auch ab und zu gerne diese eben hier guckt. Habe ich an der Stelle zwei Kanalempfehlungen für euch. Und zwar zum einen Skyviewer on Farm. Macht auch sehr regelmäßig eben Famramir-Videos. Öffnet auch pro Tag ein Türchen im Adventskalender. Und es zahlt sich unter Anführungszeichen auch aus, dass ihr vorbei guckt eben hier. Und zwar läuft auch aktuell ein Gewinnspiel von Skyviewer on Farm, wo ihr auch teilnehmen könnt. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Sachen zu gewinnen. Wenn es euch interessiert, welche, dann guckt doch auch mal rein. Link auch nochmal zum Gewinnspiel. Auch nochmal unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Also auf jeden Fall mal reinklicken. Auch interessante Farmwheel-Drehs bei den Partys ist mal richtig durchgedreht und Anführungszeichen eben hier. Auch interessant, was man da dann alles kriegt. Oder Ausbeute aus 50 Stallmeistern und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr nice. Könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr wollt, vorbeigucken. Wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich ein Abo dalassen und so weiter und so fort. Kennt man ja. Und zum anderen dann auch noch Xerox TV. Macht auch seit kurzer Zeit Famorama-Videos eben hier. Könnt natürlich auch vorbeigucken. Auch sein Channel ist natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung dann unten verlinkt. Gut, grundsätzlich muss ich sagen, finde es richtig cool eben hier in letzter Zeit viele neue Famorama-YouTuber, die eben hier kommen. Wenn man so früher zurückdenkt, waren richtig, richtig viel. Dann kurze Zeit eigentlich nur noch ich und Zero Tush und jetzt wieder mehr und auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Das finde ich richtig nice. Ihr findet sie übrigens auch alle auf meiner Famorama-Channel, YouTube-Channel. An der Stelle eben hier auch nochmal alle verlinkt hier. Gut, damit war es das, glaube ich, jetzt ja auch im Wesentlichen. Hoffe, ich habe alles gesagt. Nichts Wichtiges vergessen. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und von daher geht es dann auch schon weiter morgen, wenn wieder ein Adventskalendertürchen zu öffnen ist. Wie Tag für Tag. Ich hoffe, ich schaffe es dann auch Tag für Tag, das durchzuhalten. Bis morgen, ciao.